Sonne, Samba, Strand und Caipirinhas. Das ist Rio de Janeiro. Für viele die Traumstadt schlechthin. 6 Millionen Touristen aus aller Welt besuchen jedes Jahr die Metropole an der Copacabana. Kurz vor den Olympischen Spielen explodieren die Preise für Immobilien mit Meeresblick. Also das Apartment hier kostet $800 die Nacht. Doch hinter den Luxusbauten am Strand drängen sich die Favelas. Armenviertel, die man ohne Schutz nicht besuchen sollte. Ich würde nie im Leben ohne die beiden hier hingehen. Das ist völlig ausgeschlossen. Die Stadt unter der Christusstatue zieht mit ihren Gegensätzen auch viele Deutsche an. Wie lebt es sich hier? Für Bäcker Ruben und seine Landsleute ist jeder Tag ein neues Abenteuer. Und hier haben wir es jetzt, das deutsche Brot in Brasilien. Frühmorgens an der Copacabana. Während die ersten Urlauber den Strand genießen, ist 2 Straßen weiter eine Deutsche auf dem Weg zur Arbeit. Zusammen mit ihrem südamerikanischen Partner muss Selva Bari heute einige Luxusvillen besichtigen. Die 33-Jährige ist Immobilienmaklerin und lebt seit 9 Jahren in Rio. Ihr Spezialgebiet? Das Luxussegment. Ob sich die 10-Millionen-Dollar-Villa ab morgen in ihrem Portfolio wiederfindet, entscheidet sich in wenigen Minuten. Also es gibt sehr viele Immobilien, die super schön von der Struktur her sind. Und dann der Design ist dann so doch ein bisschen, geht entweder in die kitschig Richtung oder so. Da müssen wir dann schon ganz offen was sagen, weil es muss ja auch den Kunden gefallen. Und wenn wir es nicht vermietet kriegen, dann nutzt es ja dem Besitzer auch nicht. Das heißt, da müssen wir schon ganz ehrlich sein, das ist ganz wichtig. Doch hier stört die beiden nichts. Das ist perfekt für Olympia, wenn man bei einem Event Gäste empfangen will. Gefällt Ihnen das jetzt? Ja, super toll, auf jeden Fall. Also das richtig Coole an Rio ist auch, dass man in jedem Stadtteil einen anderen Blickwinkel hat. Hier haben wir zum Beispiel die Pedra da Gávea und das Meer natürlich. Und das ist das, was ich so toll finde an Rio. Egal wo man ist, irgendwo kriegt man immer einen ganz tollen Ausblick. Was ist jetzt das da hinten? Das ist auch typisch für Rio, dass man die Favela direkt hat, oder wie ist das? Genau, das ist erstmal daneben die José, das ist die größte Favela-Slum, ne? Städtlicher Slum, ich glaube in Südamerika auf jeden Fall, aber auf der Welt auch. Das sind 250.000 Einwohner. Also ich komme aus Aachen, das ist so groß wie meine Stadt. Selva und Daniel sind seit 4 Jahren ein Team. Beruflich und privat. Ihr lukratives Geschäft? Die Vermietung von Wohnungen und Häusern, je nach Wunsch für ein paar Tage oder mehrere Jahre. Für uns ist es wichtig, dass wir den Kunden zufriedenstellen. Wenn wir nichts haben, was dem Kunden entspricht, dann bin ich auch nicht traurig, wenn er nicht mit uns mietet. Das dürfte bei dieser Villa wohl kaum der Fall sein. Schließlich boomt der Markt in Rio derzeit, trotz der schwierigen politischen Lage. Okay, it was a big attention. Rio steht seit ein paar Jahren sehr im Fokus der Aufmerksamkeit. Alles ist total überzogen und es kommen immer mehr Menschen hierher. Die Stadt verändert sich, vor allem aber die Preise, der Markt. Für uns ist das toll. Das rasante Wachstum der Millionenmetropole macht sich vor allem im Straßenverkehr bemerkbar. Ein Grund, warum die Deutsch-Türkin und ihr argentinischer Partner all ihre Kunden nur mit dem Motorrad besuchen. Heute steht noch die Villa eines Deutschen auf der Liste. Der vermietet sein Domizil hauptsächlich tageweise an zahlungskräftige Gäste. Hallo! Hallo, wir kennen uns bereits. Ja. Gut, ciao. Hallo. Hallo, okay. Nice to meet you. My pleasure, okay. Come in, ja. Beautiful Rio de Janeiro Day. Fast all ihre Kunden kennen die beiden persönlich, so wie den Ex-Manager Heiner Pflug. Ja, Heiner, wir haben eine Firma, die gerne ein Event hier machen möchte. Mhm. Die haben 100 Gäste, die sie gerne einladen möchten. Danke. Und eine Art Cocktail mit ein bisschen Musik machen. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das hier draußen machen können. Ja. Also die Fenster, die öffnen sich ja alle. Vielleicht ein paar Leute können auch drin. Mhm. Das so ein bisschen. Was wäre der Termin? Wann wäre das? Als angesetzt ist für den 6. Oktober. Wow. Seit 34 Jahren lebt Heiner Pflug in Rio.
Hat sich die Stadt zuletzt verändert? Mit der Fußballweltmeisterschaft nicht sehr stark. Da war es auch nicht notwendig, weil hier nur ein paar Spiele stattgefunden haben. Aber jetzt mit der Olympiade verändert sich die Stadt unwahrscheinlich. Also was in den letzten 4 Jahren gemacht wurde und was dann einigermaßen wahrscheinlich fertiggestellt sein wird bis zum Beginn der Olympischen Spiele, war mehr als Rio in den vorherigen 30 Jahren gemacht hat. Mir gefällt dieses Offene total gut. Und besonders die Küche. Das findet man hier in Brasilien nicht so oft. Nein, nein, nein. Die Kultur ist ein bisschen, dass die Angestellten kochen und man nicht selber kocht. Und das ist, die Küche wird dann mehr nach hinten verschoben und verschlossen. Ja? Hier sind die Restaurants am Sonntag alle voll. Weil die Hausangestellten natürlich am Wochenende nicht arbeiten will und die Hausfrau nicht kochen kann. Also geht man ins Restaurant. Die Villa hat er vor 14 Jahren gebaut. Damals noch in einem Außenbereich von Rio. Bekannt wurde das Haus, als er es für eine Telenovela vermietete. Das hat sich durch Zufall ergeben und heute ist es für mich ein angenehmes Taschengeld, das mir erlaubt, das Haus ordentlich zu halten. Es sieht ja fast neu aus, obwohl es 15 Jahre alt ist. Wie hoch sein Tagespreis ist, verrät er nicht. Für die Zeit der Olympischen Spiele hat er schon an einen deutschen Sportartikelhersteller vermietet. Für Selva kein Wunder. Das ist so schön hier oben. Heiner, ich könnte bei dir einziehen. Was mir am meisten Spaß macht an meinem Beruf ist, den Menschen Rio so zu zeigen, wie ich es auch erlebt habe. Und die Leute zu begeistern, wirklich eine Erfahrung aus ihrem Aufenthalt hier in Rio zu machen. Also ganz, ganz vielen Dank für den Besuch. Fand ich wunderbar, dass ihr vorbeigeschaut hast. Und hoffe, dass das Projekt dann durchgezogen wird. Für euch zum Glück und für mich zum Segen. Ja. Alles Gute. Vielen Dank, Heiner. Und vielen, vielen Dank für das Buch. Ja, okay. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. 18 Kilometer weiter, im Stadtteil Ipanema, macht sich ein anderer Deutscher an die Arbeit. Auch Bäcker Ruben Tavares ist vor knapp einem Jahr gekommen, um zu bleiben. Der 23-Jährige liefert wegen des Verkehrs seine Ware mit dem Fahrrad aus. Die erste Bestellung des Tages? Ein selbstgebackener Apfelkuchen für ein Café an der Copacabana. Für ihn schlug in der Paninoteca Ridolfi die Geburtsstunde seiner Bäckerkarriere in Rio. Hier in dem Café haben wir unseren ersten öffentlichen Auftritt als Duftebäckerei gehabt. Und zwar haben die zusammen mit noch ein paar anderen Bars hier so ein Rio-Oktoberfest veranstaltet. Und da wurden wir darauf aufmerksam und das hat natürlich super gepasst, um quasi unseren ersten Auftritt zu haben. Das war vor 9 Monaten. Inzwischen liefert er täglich. Oh, jetzt ist weg. Alles gut? Hier ist der Kuchen für heute. Super, dass er kommt. Ein Traum. Du musst ihn nur noch aufmachen und hinstellen. Zucker und Zimt sind schon drauf. Der Apfelkuchen ist sensationell, einfach köstlich. Sowas findet man sonst nicht in Rio. Der ist ganz anders als das, was die Brasilianer Apfelkuchen nennen. Einfach ein Gedicht. Dann geht es für den Bäcker nach Hause. Schließlich stehen auf der Liste von heute nicht nur Kuchen. Ein paar Blocks vom berühmten Ipanema-Strand entfernt wohnt und backt er. Hallo, herzlich willkommen. Kommt rein in der kleinen Heimbäckerei Dufte. Ja, ihr seht, es ist alles winzig noch im Provisorium, aber so fängt's an. Auf 31 Quadratmetern leben und arbeiten. Seine eigentliche Wirkungsstätte, die Küche mit knapp 1,2 Quadratmetern. Hier backt der Schwabe täglich 3 bis 4 verschiedene Brote und Kuchen. Ich glaube, die ganze Welt braucht gutes Brot. Und da sind die Deutschen einfach Weltmeister. Also, weil, ich meine, das ist lustig. Hier in Brasilien kennt keiner deutsches Brot. Das gute Brot, das ist bekannt für die Franzosen und für die Italiener. Und die machen auch sicher gutes Brot, aber es ist halt sehr viel einfältiger wahrscheinlich als diese deutsche Brotvielfalt. Das ist ja nicht umsonst Weltkulturerbe der UNESCO auch. Ruben ist eigentlich Industriedesigner und kam das erste Mal als Austauschstudent. Er verliebte sich in eine Frau und in die Stadt. Dass er jetzt in Rio als Bäcker arbeitet, ist einem Zufall geschuldet. Ich habe relativ schnell eben gemerkt, dass mir da was fehlt. Und habe dann eigentlich nur für uns jetzt angefangen, Brot zu backen.
Ja, und so haben das halt Freunde mitbekommen und die meisten haben es auch sehr gemocht. Ja, und dann habe ich das irgendwie weitergeführt, auch wenn die ersten Versuche irgendwie grauenhaft waren. Ortswechsel. Überall in der Stadt finden sich Berge und Lagunen. Auch im Barra da Tijuca, einem Nobelvorort von Rio. Zwischen den Hochhäusern schlängeln sich Flüsse mit kleinen Inseln. Auf einer davon, der Ilha da Chicoya, steht das Restaurant Laguna. Aufgebaut hat es vor 16 Jahren ein Berliner, Christian Grund. Für ihn begann alles 1999 in einem Laden für Cocktailbedarf in Tegel. Da stand dann eine Pappfigur im Ausgang. Das war so eine braungebrannte Brasilianerin mit einem Preisausschreiben in der Hand von Batida di Coco. Und das habe ich mitgenommen, habe die Karte, also die Frage beantwortet, die hinten drauf stand, habe die zurückgeschickt und habe dann eine Reise nach Rio gewonnen. Mit 5 anderen Hauptgewinnern. Richtig, das war Schicksal. Denn dass er einmal hier leben wird, steht für ihn damals fest. Er heiratet eine Brasilianerin und baut mit ihr und ihrer Familie das Laguna auf. Das Lokal ist berühmt für seine Meeresfrüchte. Das Geheimnis des Erfolgs, hier kümmert sich der Chef um alles selbst. Es fehlt noch Gemüse irgendwie. Maracuja sind ganz wenig nur da, Orangen brauchen wir noch. Weil der Lieferant heute nicht mehr kommt, muss der 42-Jährige jetzt selbst einkaufen. Alles erledigt er mit dem Boot, denn die Insel ist nur 800 Meter breit und 600 Meter lang. Fahrzeuge sind darauf nicht erlaubt, zum Glück. Das ist immer noch komplett Natur mitten in der Stadt. Nur der Verkehr ist stärker geworden, ansonsten ist hier eigentlich fast alles gleich geblieben. Doch auch zwischen den Kanälen und Inseln zeigt sich etwas ganz Typisches von Rio. Arm und Reich sind immer nahe beieinander. Das war eine kleine Favela auf der linken Seite, die noch übrig geblieben ist, nach dem U-Bahn-Bau. Die anderen kleineren Favelas oder eben einfacheren Häuser haben sie sozusagen platt gemacht. Haben sie die Leute ausbezahlt und haben einfach gebaut. Ist das gut oder schlecht? Ja, das sieht besser aus als vorher auf jeden Fall. Stadt, Natur und Mensch dicht zusammen. Da wird schon mal der Fisch direkt vor der Tankstelle gefangen. Das nahe Miteinander und die ständig wachsende Metropole hinterlassen aber Spuren, sehr zum Leidwesen des Gastronoms. Ist Umweltverschmutzung denn ein Thema? Leider ja. Die Leute sind leider nicht so erzogen wie in Deutschland, dass die ihren Müll in die Mülltonne schmeißen. Nicht? Deswegen sieht man überall hier etwas Dreck liegen, rechts und links. Leider. Aber es hat sich schon viel gebessert. Früher hatten sie irgendwie gar keine Erziehung dafür und jetzt werden die Sachen schon recycelt sozusagen. 10 Minuten später. Beim Einkauf zeigt sich der Wandel Brasiliens besonders. Früher waren hier offene Marktstände, jetzt gibt es einen modernen Supermarkt. Christian kennt sich mit allem bestens aus. Ich schüttel die, weil dann weiß man, ob die hohl sind und wie viel drin ist. Ne? Tatsache, wenn es um tropische Früchte geht, kann man dem Deutschen nichts vormachen. Wenn man in der Mitte das Blatt leicht rausziehen kann, so wie die hier, dann ist sie gut. Also die kann man nehmen. Doch Christian hadert auch mit dem Leben in Rio. Denn er spürt die negativen Seiten des Booms von Fußball-WM und Olympia. Ja, alles ist teurer geworden, nicht? Aber die Löhne sind auch etwas gestiegen. Die steigen 2-3 Mal im Jahr. Aber nicht verhältnismäßig. Ne? Es wird viel teurer und die Löhne steigen ein bisschen. Und die Steuern extrem mehr. Die haben die Steuern, ich glaube, 4-mal im letzten Jahr erhoben. Die sind alle 30% teurer geworden. Unglaublich. Trotz all dieser Mehreinnahmen ist Rio pleite, zahlt seit Monaten keine Gehälter mehr und musste nun den Notstand ausrufen. Dabei haben die Olympischen Spiele noch nicht einmal begonnen. Egal wie teuer das Leben in Rio auch sein mag, Touristen kommen immer. Vor allem an die Copacabana. Der wohl berühmteste Strand der Welt zieht die Menschen magisch an. Auch Annette Runge. Ihre Brasiliengeschichte begann vor 22 Jahren in Berlin, als sie sich verliebte.
bin mit einem brasilianischen Partner hierher gekommen. Wir haben damals eine Sprachschule eröffnet und Portugiesischkurse angeboten für Ausländer, schon auf Ausflügen. Wir haben festgestellt, dass man da besser sich Wörter merken kann, wenn man das mit eindrucksvollen Bildern verbindet. Und dann später bin ich hier geblieben, weil ich diese Stadt einfach liebe. Ich liebe die Menschen, die hier sind. Ich liebe die Atmosphäre, die Musik, das Wetter natürlich und die Strände. Das Büro der Touristenführerin ist heute der Strand. Unter Palmen trifft sie eine neue Kundin. Die 34-jährige Katrin Grund lebt zwar auch in Brasilien, aber Rio kennt sie kaum. Das soll sich heute durch Annettes Stadtkenntnisse endlich ändern. Ich arbeite in Santos selber als Guide und bin da oft mit Touristen zusammen. Und denen würde ich gerne mal empfehlen, was es hier in Rio de Janeiro so zu bieten gibt. Und möchte heute von Annette mal die Highlights von Rio sehen und mir mal ein paar Eindrücke beschaffen, dass ich auch Empfehlungen aussprechen kann in Santos dann. Da Katrin nicht viel Zeit hat, entscheidet sie sich für einen Rio-Klassiker. Sie will unbedingt auf den Zuckerhut. Seit 22 Jahren zeigt Annette Runge ihren Kunden die Stadt. Die ausgebildete Journalistin hat für jeden eine Überraschung parat. Auch auf Katrin wartet noch ein Höhepunkt, von dem sie nichts ahnt. 15 Minuten später. Ankunft unter dem berühmtesten Wahrzeichen von Rio de Janeiro. Okay, jetzt sind wir hier also am Praia da Meia und wir fahren jetzt da hoch zum Zuckerhut. Die Fahrt mit der Gondel kostet satte 18 Euro. Doch allein die ist schon spektakulär. Immerhin hat hier schon James Bond im Moonraker-Film gegen den bösen Beißer gekämpft. Katrin beginnt zu erahnen, was die Stadt so berühmt und beliebt macht. Auch wenn das Wetter heute leider nicht ganz so optimal ist. Wir sind jetzt eben hochgefahren auf die erste Station, auf den ersten Berg, Morro da Urca, 220 Meter hoch. Und schwer war eben, die Leute mussten damals dann die Kabel praktisch durch den Urwald schleppen, ne? Und diesen Berg erklimmen und haben dann erst so eine Kiste hochgebaut und den ersten Motor und das ja schon mal hochgezogen, ne? Das war dann 1912 fertig. Da wurde hier diese Bahn dann eingeweiht, ja, die erste Bahn. Und seit 1913 fährt jetzt diese Bahn. Dann die Überraschung. Ein Helikopterflug. Von der Plattform am Zuckerhut soll es quer über die Stadt gehen. Zur Christusstatue und entlang der Strände wieder zurück. Für die Piloten des Hubschraubers ist es reine Routine. Für Katrin aber ein einmaliges Erlebnis. Jeder Berg hat eine bestimmte Form. Dazwischen Lagunen, Inseln, davor Strände. Das gibt's sonst nirgendwo auf der Welt. Dann kommt der weltberühmte Christus in Sichtweite. Der Christus ist 30 Meter hoch und 28 Meter breit von einer Fingerspitze zur anderen und steht auf einem Sockel von 8 Metern. Da drin gibt es eine Kapelle. Doch weil an dem 700 Meter hohen Corcovado-Berg Wolken aufziehen, muss der Pilot leider abdrehen. Alles andere wäre zu gefährlich. Nach knapp 10 Minuten ist das Vergnügen dann auch schon wieder vorbei. Ja, und wie fandst du den Flug? Toll, echt wahnsinnig toll, fand ich toll, wirklich super. Das ist alles mal zu sehen, Rio, toll, vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Schade natürlich, dass es ein bisschen dunstig war heute, aber es ist schon toll, wenn man es mal aus einer anderen Perspektive sehen kann. Auch wenn es wegen des bedeckten Wetters auf dem Zuckerhut für die zwei nicht mehr viel zu sehen gibt, es hat sich gelohnt. Zurück nach Ipanema, zu dem Autodidakten Ruben Tavares. Der hat seine Wohnung kurzerhand zu einer Backstube umgewandelt. Ohne Genehmigung. Kein Wunder, dass es heiß wird. Also ich würde bestimmt niemals in Deutschland auf die Idee kommen, eine Bäckerei aufzumachen, weil da könnte ich wahrscheinlich gar nicht irgendwie so klein anfangen oder ja, also da müsste ich gleich irgendwie in die absoluten Vollen gehen und einen Laden anmieten und Wahnsinnskredit aufnehmen. Und hier habe ich halt einfach, kann ich da einfach so eine Nische besetzen und fahre da super gut damit. Ja.
So gut, dass er inzwischen auf der Suche nach einer richtigen Backstube ist. Im Moment komme ich, also die Miete kann ich schon eine Weile zahlen mit dem, was ich verdiene. Aber uns bleibt jetzt mittlerweile eben noch was über. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt was ansparen könnte. Aber das ist völlig okay nach 5 oder 6 Monaten. Ja. Die ersten 2 von 12 Broten für heute sind fertig. Und hier haben wir es jetzt, das deutsche Brot in Brasilien. Wenn Rubens Geschäftsidee so gut aufgeht wie seine Brote, dann muss man sich um seine Zukunft in Rio keine Sorgen machen. Weil es in der Küche zu eng ist, kühlt das Brot am Fenster aus. Derweil nutzt der 24-Jährige die Hitze des Ofens für die nächsten Aufträge. Jetzt sind die Kuchen dran. Die kosten pro Stück umgerechnet 20 Euro. Für Brasilien nicht gerade günstig. Trotzdem wird ständig nachbestellt. Hallo, guten Tag. Ruben? Ja. Hier spricht Fernando. Hi, Fernando. Du kennst mich nicht, aber ich habe von dir gehört. Ich habe eine Bar und brauche Brötchen für Hamburger. Kannst du liefern? Okay, danke. Ich schau mal. Tschüss. Ja, also das war jetzt eine Bar, die für eine Veranstaltung gerne besondere Hamburgerbrötchen haben möchten. Jetzt muss ich mal schauen im Supermarkt oder beziehungsweise im Großmarkt, ob wir da die richtigen Zutaten dafür finden, weil in Brasilien ist es nicht ganz so einfach wie in Deutschland. 300 Stück sind gewünscht. Der erste Großauftrag für den jungen Bäcker. Eigentlich sind Burgerbrötchen nicht seine Spezialität, aber die Sache mit dem deutschen Brot spricht sich in Rio schnell herum. Weiter geht's. Der nächste Kunde ist ein deutscher Lehrer und wohnt in Humaita, weit weg vom Strand. Hallo Nils, grüß dich. Hi. Boom, komm rein. Danke. Voilà, dein Roggenbrot, das du bestellt hast. Wunderbar, deutsches Brot. So ist es. Brauche ich hier in Rio auf jeden Fall. So ist es. Reinspaziert. Danke. So, die Aussicht an. Der Düsseldorfer ist ein treuer Kunde der ersten Stunde. Ich esse hier gar kein brasilianisches Brot, aber ich verschenke ganz gerne brasilianisches, deutschen Kuchen oder so, den wir irgendwo herbekommen, an Brasilianer. Zu Weihnachten habe ich einen Apfelkuchen. Ja, Apfelkuchen und Käsekuchen. Zweimal Apfelkuchen und Käsekuchen. Ja, jetzt genau. Käsekuchen. Ja. Und wie ist die Reaktion? Die wollen mehr haben, wie Brasilianer so sind. Ne? Die wollen dann direkt, wann ist der nächste Geburtstag? Bisher habe ich, glaube ich, nur einmal den Kuchen gegessen. Ich ja. Verschenke größtenteils immer, nur der ist dann ganz schnell mal weg, der Kuchen. Noch 5 Lieferungen stehen heute auf dem Programm. Dann ist der Arbeitstag nach 14 Stunden für Ruben eigentlich zu Ende. Wäre da nicht der Großauftrag mit den Hamburgerbrötchen. Dafür will er jetzt nach dem passenden Mehl schauen. Die Regale sind zwar voll, aber nichts scheint den Schwaben so richtig glücklich zu machen. Schließlich nimmt er am liebsten Biomehl und Zutaten aus der Region. Das brasilianische Brotangebot treibt ihm Sorgenfalten auf die Stirn. Das war leider nichts. Ich habe es mir schon fast gedacht. Also muss man wirklich schon fast auf importierte Mehle zurückgreifen. Aber das möchte ich eigentlich, wenn es möglich ist, vermeiden. Weil die Läden bis in die Nacht geöffnet sind, zieht Ruben noch weiter. Spätestens morgen muss er das Mehl haben. Denn in 2 Tagen sollen die Burger mit deutschem Brot schon verspeist werden. Der nächste Morgen. An der Copacabana haben Maklerin Selva Bari und der Partner Daniel einen Termin. In diesem Gebäude wartet ein Penthouse auf den letzten Schliff, bevor die Kunden kommen. Guten Morgen, ihr Lieben. Alles gut? Ach, ihr habt alles schön vorbereitet. Dann legt die Chefin selbst Hand an. Schließlich sehen ihre 2 Angestellten nicht immer alles. Besonders die phänomenale Aussicht soll den Wochenendgästen sofort ins Auge springen. Wir haben einen Kunden, der aus den Staaten kommt heute. Der kommt mit seinen Freunden und wir haben hier einen Welcome-Drink für ihn vorbereitet. Auf ins Obergeschoss. Hier zeigt sich schnell, warum das Penthouse fast immer ausgebucht ist. Im Portfolio von Selva und ihrem Partner ist es eines der besten Objekte. Umso wichtiger, dass alles stimmt. Hier musst du unbedingt noch die Zigarettenkippen entfernen.
Und die Palme gießen. Hier hinten auch bitte. Worauf achten Sie jetzt, wenn Sie sich so umgucken? Also hier zum Beispiel, was oft passiert, die Leute schmeißen ihre Zigaretten gerne leider in die Pflanze und dann müssen wir das natürlich alles rausnehmen. Und der Pool ist natürlich ganz wichtig. Dadurch, dass alles weiß ist, ist oft schwierig, dass das wirklich makellos ist. Aber gut, sieht toll aus heute. Ja, weil heute haben wir Glück mit dem Wetter. An anderen Tagen, wenn das Wetter nicht so schön ist, dann haben die Kunden alle natürlich ihren Fokus auf das Apartment. Und da muss natürlich alles stimmen. Der Ausblick von der Dachterrasse im 14. Stock. Von der Copacabana zum Zuckerhut und weit darüber hinaus. Das hat natürlich seinen Preis. Also das Apartment hier kostet $800 die Nacht. Wir haben aber auch viele Angebote, die wir über das Jahr unseren Kunden anbieten. Und das Apartment hier hat 3 Suiten. Zur Hochsaison muss man noch tiefer in die Tasche greifen. Über Neujahr und Karneval ist der Paketpreis hier um die $20.000. Und bei der Olympia sind wir schon bei $120.000 für knapp 2-3 Wochen. Wer sich sowas leisten kann, der bleibt lieber anonym. Denn Privatsphäre ist in der Miete inbegriffen. Von den schönen Seiten der Stadt ist es in Rio nicht weit zu den problematischen Vierteln. Hier ist Florian Kopp unterwegs. Der Bayer arbeitet in Rio hauptberuflich als Fotograf für Hilfsorganisationen. Im Blickpunkt hat er heute diese Favela. In der Armensiedlung will er den 13-jährigen Ricardo mit einer Sozialarbeiterin nach Hause begleiten. Für eine Fotoreportage. Die Gegend hat keinen guten Ruf. Viele Autos oder Fahrer, die haben hier einfach ein Problem, in die Favelas reinzufahren, aus Sicherheitsbedenken. Ich denke hier, dass es gar nicht so gefährlich ist, aber die haben trotzdem Bedenken und das ist in Ordnung. Deswegen gehen wir jetzt hier zu Fuß. Der Besuch in der Favela Cerro Cora ist für Florian Kopp nur möglich, weil das Sozialprojekt Cerua, über das er berichten will, eine Streetworkerin mitschickt. Die hat den Deutschen vorher anmelden müssen, bei Drogenbossen und Militär. Hinter uns, das kann man jetzt leider nicht zeigen, weil man das nicht filmen kann. Das sind eben schwer bewaffnete Polizisten, die vor ein paar Jahren, vor circa 3-4 Jahren, sind die hier eingefallen und haben praktisch die Kontrolle hier über die Favela übernommen. Vorher war die Favela eben von den Drogengangs kontrolliert. Seit 4 Jahren besucht der Junge aus der Favela jeden Nachmittag das Sozialprojekt Cerua, das mit Spenden aus Deutschland gesponsert wird, um Jugendliche von der Straße zu holen. Florian will heute Ricardo zu Hause fotografieren. Mama! Hallo, mach auf, Mama! Der Teenager ist das einzige Kind der 34-jährigen Giselli. In dem Haus leben sie, ihr neuer Mann und ihre über 90-jährige Mutter zusammen mit Ricardo und Hündin Nina. Kommen Sie doch bitte rein. Darf ich vorstellen? Das ist meine Uroma. Sie lebt jetzt bei uns. Guten Tag, hallo. Es ist nur für kurze Zeit. Das ist Ricardos Zimmer. Das ist mein Zimmer, eigentlich. Aber hier schläft jetzt meine kranke Uroma. Ah ja, sie braucht ein eigenes Zimmer. Ich würde gerne hier ein paar Bilder von dir machen, okay? Oder zeig mir erst den Rest vom Haus. Das ist das Zimmer meiner Eltern. Aber im Augenblick schlafen wir zu dritt hier, in dem Bett. Es ist eng im Augenblick im Bett. Da schlafen mein Mann, Ricardo und ich. Ich muss immer in der Mitte liegen. Auch wenn's eng ist, Florian ist erleichtert. Er hat Schlimmeres befürchtet. Es ist ein typisches Haus im Prinzip vom Format her. Wir sind ja ganz sehr weit hochgestiegen. So sind halt die Favelas entstanden. Es fängt unten an und je später die Leute ankommen, desto weiter oben müssen sie bauen. Und eben auch so am Hang hoch. Und es ist nicht ganz ungefährlich, weil man halt hier wirklich am Hang ist, wenn die Starkregen sind. Ist auch recht klein, die Zimmer, das sieht man ja. Aber man sieht eben, dass das Leute sind, die bemühen sich, was aus ihrem Leben so ein bisschen zu machen. Das heißt, total ordentlich. Also die Qualität ist überdurchschnittlich von dem Haus. Ricardo bastelt in seiner Freizeit gerne mit alten Elektroteilen. Seine Mutter ist froh, dass er nicht auf der Straße lebt.
Ich wünsche mir so viel für ihn. Ich hatte keine Möglichkeiten, etwas aus meinem Leben zu machen. Aber für mein Kind wünsche ich mir alles. Egal, was er machen will, solange es ihn glücklich macht, bin auch ich glücklich. Dass ihr Sohn heute eine Chance hat, verdankt er dem Hilfsprojekt Serua. Nächste Woche darf er nach Europa reisen, um an einem Zirkusfestival teilzunehmen. Das wird sein Leben verändern, aber wird natürlich, das heißt jetzt nicht, dass das der große Sprung ist oder dass er damit alles schafft, aber das sind Riesenschritte für so einen jungen Menschen. Und das ist doch wunderschön, das zu sehen. Und ich freue mich, dass ich das dokumentieren darf. Zurück ans andere Ende der Stadt, in den Nobelvorort Barra da Tijuca. Restaurantbesitzer Christian Haupt hat bei seinem Einkauf zwar genug Obst bekommen, aber für heute Abend fehlt ihm noch etwas fürs Hauptgericht. Der Stresspegel steigt, denn per Handy gehen immer mehr Reservierungen ein. Zum Glück haben die Cariocas, die Einwohner von Rio, in der Regel die Ruhe weg. Das hilft den Deutschen, wenn die Dinge mal nicht so laufen wie geplant. Ich würde sagen, es regnet. Wenn es viel regnet, geht ein Cariocas normalerweise nicht vor die Tür. So ein Spruch. Jetzt haben Sie aber ja fixe Reservierungen für heute Abend. Kommen die dann einfach nicht oder wie ist es? Manche kommen, manche sagen ab, manche sagen nicht ab und kommen trotzdem nicht. Weiß man nicht so genau. Improvisieren heißt deshalb die Regel Nummer 1 in Brasilien. Und tatsächlich schauen am Restaurant plötzlich unangekündigt diese zwei Männer vorbei. Ob es am Regen liegt, dass die zwei Fischer heute einen Riesenfang gemacht haben? Auf jeden Fall wollen sie ihren Tintenfisch für umgerechnet 5 Euro das Kilo verkaufen. Doch ob gekauft wird, das bestimmt nicht Christian, sondern seine Schwiegermutter. Die Chefköchin ist streng. Jedes Exemplar begutachtet sie einzeln. Immerhin ist das Lokal berühmt für seine Meeresfrüchte und man hat einen Ruf zu verlieren. Nadia Escobar gibt sich skeptisch. Ich werde den Tintenfisch jetzt erst einmal kochen und schauen, ob die Qualität stimmt. Wenn er gut ist, dann bestelle ich auch in Zukunft bei euch, okay? Erst jetzt darf Christian den Scheck über umgerechnet 180 Euro ausstellen. Für die Fischer ein guter Verdienst. Der Mindestlohn beträgt knapp 200 Euro im Monat. Seit 16 Jahren gibt es das Laguna. Schon immer waren die Rollen klar verteilt. Nadir kocht und Christian organisiert. Also Leute, an die Arbeit. Wir haben heute viel vor. Es kommen 14 ganz wichtige Gäste. Ich habe daher extra noch einmal Obst und Gemüse eingekauft. Und wir haben frischen Tintenfisch auf der Karte. Also los, an die Arbeit. Während Christian noch die 10 Angestellten motiviert, kocht Nadir am Herd eine Muqueca, ihre Spezialität. Schon in Bahia schmeckt die Muqueca-Suppe ganz anders. Es gibt sie überall, aber hier in Rio koche nur ich sie so. Sonst macht die keiner wie ich. Man könnte sagen, es ist eine geschichtete Suppe mit Einlagen aus verschiedenen Fischsorten. Für mehr Erklärungen bleibt keine Zeit. Die ersten Gäste kommen. Und das früher als geplant. An der Bar geht Christian nun seiner großen Leidenschaft nach. Dem Cocktailmixen. Das entspannt ihn. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt ist es eigentlich schön. Ich denke mal, die kommen heute alle. Und noch ein paar mehr. Geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Guten Appetit. Christian soll Recht behalten. Nicht nur die 14 angemeldeten Gäste sind da. Es kommen auch noch ein paar Stammkunden spontan vorbei. Der Abend ist gerettet und wird ein voller Erfolg. Es wird Nacht in Rio de Janeiro. In der Altstadt will Touristenführerin Annette Runge heute zwei neuen Gästen etwas ganz Besonderes bieten. Wir sind jetzt hier im Stadtzentrum. Viele glauben ja, die Copacabana, der Strand und so weiter, wäre das Stadtzentrum, aber ist nicht so. Wir haben also ein richtiges Zentrum mit historischen Gebäuden. Und dazu gehört auch hier dieses schöne Restaurant, Cais do Oriente, wo wir heute eine Samba-Show sehen. Doch bevor die Samba-Show beginnt, dürfen Lehrerin Ute und ihre brasilianische Gastmutter Flavia einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Ich wollte immer schon mal nach Brasilien. Für mich ist Brasilien einfach ein exotisches Land. Das Temperament der Leute ist ganz anders. Das Klima ist anders. Es ist einfach ein Erlebnis für mich, hier zu sein. Ja. Im Proberaum der Caixa de Orient ist es eng. Bei Annettes Tour kann man mit den Tänzerinnen und Tänzern auf Tuchfühlung gehen. Fragen rund um das Thema Samba sind ausdrücklich erwünscht. Welchen Samba-Tanz zeigt ihr heute? Ich werde heute Frevo tanzen. Das kommt aus den Städten Pernambuco und Olinda. Der Tanz ist dort Folklore. Er wird vor allem beim Karneval getanzt. Pass auf, Ute, ich zeige es dir. Komm, mach einfach mal eine Bewegung nach. Like this? Yes. One, two. Yeah. Super, sie kann es gut. Dann geht es zur eigentlichen Show. Um 22 Uhr beginnt die knapp zweistündige Vorstellung mit Tänzen aus ganz Brasilien. Zu allem kann Annette Informatives für ihre Kunden beisteuern. Besonders zu Capoeira. Der brasilianische Kampftanz geht ursprünglich auf Sklaven zurück, die vor 400 Jahren von den portugiesischen Kolonialherren aus Afrika hierher verschifft wurden. Das ist beim Verein. Müssen ihre Füße registrieren lassen, ihre Fußabdrücke, so wie andere ihre Finger. Und die Füße werden als Waffen registriert. Und die dürfen sich nur verteidigen, wenn mehr als drei Leute die angreifen. Die Show wird nur an Wochenenden aufgeführt. Unter Samba-Kennern und Liebhabern gilt sie als Geheimtipp. Für Tourguide Annette gehört das zu einem Besuch in Rio unbedingt dazu. Das ist ein Lebensgefühl. Das ist die Leichtigkeit und die Energie, die Brasilianer haben. Den Abschluss machen die berühmtesten Samba-Tänzerinnen, die des Karnevals von Rio. Nach seinem Besuch in der Favela hat am nächsten Morgen Sozialfotograf Florian Kopp einen Termin beim Hilfsprojekt Cerua. Die Abkürzung steht für "Wenn diese Straße meine wäre". Organisatorin Natalia kennt Florian bereits. Schau, ich will dir nur kurz zeigen, wie die Fotos aussehen, die ich so mache. In dem Buch findest du ein paar Arbeitsproben von mir, damit du siehst, mein Fokus liegt auf den Menschen. Ich will immer, dass sie auf den Bildern mit Würde rüberkommen. Ich sehe es schon, deine Kinderfotos sind toll. Seit 30 Jahren gibt es das Projekt. Fast 700 Kinder aus den Favelas üben hier Akrobatik, um von der Straße wegzukommen. Auch Ricardo ist voll dabei. Wir machen Zirkus oder Akrobatisches mit ihnen, denn da ist für jeden was dabei. Du wirst immer gut in etwas sein. Und dieses Vertrauen, das brauchen diese Kinder sehr. Egal, woher sie kommen und ob sie schwarz sind oder weiß. Die Erfolgsquote von Cerua ist hoch. Egal ob Seiltanz, Fußball oder Jonglieren. Fast alle Kinder, die länger als ein Jahr hier sind, machen anschließend einen Schulabschluss. Auch Ricardo, den Florian wieder trifft, hat inzwischen große Pläne für seine Zukunft. Ich komme seit knapp 4 Jahren hierher und inzwischen sind wir alle so etwas wie eine Familie. Früher habe ich zu Hause gesessen und nichts getan. Heute mache ich ganz viel und weiß, ich will einmal Herzchirurg werden. Jetzt fliegt er aber erst einmal mit Natalia nach Deutschland. Von dort bezieht Cerua fast alle Spenden. Denn in Brasilien wandert das Geld derzeit woanders hin. Wir haben im Augenblick in Brasilien nicht einmal Geld für unsere Renten, für unsere Lehrer oder unsere Krankenhäuser. Wenn du da hin musst, dann rechne damit, den ganzen Tag zu warten und dabei zu sterben.
Gleichzeitig aber verschwendet Brasilien gerade 39 Milliarden für die Olympischen Spiele. Umso wichtiger sind die Fotos, die Florian heute schießt. Schließlich hat Rio derzeit rund 11% Arbeitslose und jeden Tag stehen bei Serua mehr Kinder vor der Tür. Die kommen hier ins Projekt, die blühen auf, die machen ihre Übungen. Jede Bewegung oder jeder Ablauf, der ihnen gelingt, ist ein Erfolg. Und der Glanz in den Augen, den haben sie. Den muss ich nur fotografieren. Da muss ich gar nicht viel dazu tun. Auch die täglichen Mahlzeiten mit den Kindern finanzieren sich aus Spenden. Für eine bessere Zukunft. Zurück an den Strand. In Ipanema zeigt Maklerin Selva heute einem interessierten Kunden ein Penthouse. Umberto Carcamo sucht für seinen Geschäftspartner eine Unterkunft. Der Brasilianer hat einmal in Europa gelebt und spricht Deutsch. Also das ist einer unserer neuesten Apartments, was gerade die Renovierungsarbeiten abgeschlossen hat. Mit einem super schönen Design. Der Besitzer hat das wirklich echt super eingerichtet. Ne? Guck mal hier, das Holz, alles neu. Wie viele Zimmer gibt es? Hier haben wir 3 Schlafzimmer. Mehr als 250 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 3 Etagen. Hier haben wir eine super tolle Lounge Area. Der hat das wirklich sich ganz, ganz toll gedacht. Mit der offenen Küche, so, weil das ist ja gar nicht, haben wir ja nicht so oft hier in Brasilien. Und das finde ich immer ganz toll. Und hier haben wir den schönen Pool mit dem Ausblick über Ipanema und Leblon. Der Strand. Wir haben ja heute nicht so ein schönes Wetter, aber was meinst du? Gefällt dir das Apartment? Gefällt mir sehr gut. Der Strand ist in der Nähe und ein schöner Platz. Die Lage ist auch echt sehr gut. Umberto ist angetan. Dabei hat er das Beste noch nicht einmal gesehen. Und jetzt gehen wir hoch zum absoluten Highlight, wow, mit der super Aussicht. Ach, jetzt wird das Wetter ja auch schon was schöner. Oh. Guck dir diese Aussicht an. Einmal 360 Grad. Ipanema Beach, Leblon, hier die Christusstadt hinter den Wolken, die Favela. Die Favela, die Berge. Also Umberto, du wolltest 3 Schlafzimmer mit Ausblick aufs Meer und Lage Ipanema. Da sind wir doch jetzt hier mit dem Apartment schon mal gut mit dabei. Ne? Oder willst du noch was anderes sehen? Sollen wir dir noch was anderes zeigen? Das ist genug, sehr gut. Ja? Ich glaube, das stimmt auch preislich mit dem Kunden. Ne? Ich meine, das hattest du mir auch gesagt. Ja. Ja, super. Danke. Der Deal ist perfekt. Für Selva Bari ist es ein Glückstag. Schließlich hat nur eine Wohnungsbesichtigung gereicht, um ihren Kunden zu überzeugen. Von dem Objekt, von ihrem Geschick als Maklerin und von Rio de Janeiro als einer echten Stadt der Träume.